Ihr kennt wahrscheinlich alle noch diesen Tweet hier und den Shitstorm, den das ganze Ding ausgelöst hat. Und zwar, dass es schon immer Female Custodes gab. Es gab dann ja auch noch diese Story in dem neuen Kodex der Custodes, habe ich auch ein Video drüber gemacht und ich habe mich allgemein zu der Thematik auch das ein oder andere Mal geäußert. Und ja, Spoiler voraus, auch wenn ihr das vielleicht schon gesehen habt im Vorschaubild und Titel, ihr habt draufgeklickt, ihr seid jetzt selbst schuld. Ich habe gerade die zweite Folge der neuen Warhammer-Serie geguckt, die, by the way, unfassbar gut ist. Wirklich, es ist eine sehr gute Serie. Einige Animationen sehen so ein bisschen Arsch aus, aber um so ein Gefühl von dieser Welt zu bekommen, ist die Serie trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Und ja, in dieser Serie gibt es dann auch ein Gespräch zwischen einer Sister of Silence und einer Person. Und die gehen da halt in so einer Kathedrale lang. Und plötzlich wird der Frau Rüstung angelegt. Goldene Rüstung. Und am Ende kommt ein Bananenhelm oben drauf. Und ja, wir haben da eine Female Custodes. Ich zeig's euch kurz. Also nicht die Szene, ich zeig euch Ausschnitte. Das heißt, Spoiler, ja, okay? Wir sehen hier erstmal, ne, Sisters of Silence, wunderschönes Design. Lieben wir, eine meiner Lieblingsfraktionen. Die labern halt hier ein bisschen. Oh, guck mal, wie wunderschön das aussieht. Also die Serie fängt das Thema auf jeden Fall gut ein. So, ne? Also, die quatschen hier. Sehr, sehr, sehr nice. Okay. Und dann gibt's eine Szene, wo... Ah, jetzt bin ich schon zu weit. Ja, wo diese Person angezogen wird, quasi. Wo sie Rüstung bekommt. Ne? Wir sehen hier das Goldene und am Ende dann halt den Hut. Und wenn man die beiden nebeneinander sieht, hier nochmal die Sister und Custodes, ne? Auch, dass man so ein Größenverhältnis mal hat. Sehr gut gemacht. Also, wenn ich es jetzt nicht wüsste, weil ich es gerade gesehen habe, dann könnte das auch ein Mann sein. Das sieht aus wie das männliche Design der Custodes. So, wisst ihr, wie ich meine? Guckt euch ein Artwork an, das passt. Und was ich mir dann jetzt halt denke, ist, war das hier wegen dieser Amazon-Geschichte und Amazon-Serie, weil ja viel, es ging ja überall rum. Die ganzen YouTuber haben gesagt, wegen Amazon wird jetzt die Warhammer-Lore verändert und dies und das und die wollen das alle woke machen und so weiter und so fort. Vielleicht hat dieser Tweet hier aber auch auf die Serie hingespielt, weil sie hier sowas machen wollten. Weil man hier vielleicht auch mal, ja, was Neues machen wollte und dachte, okay, man hat eine Sisters of Silence und stellt ja halt auch nochmal eine Frau an die Seite. Und Amazon hat damit vielleicht gar nichts zu tun. Wer weiß, ob das irgendwo so ein Investment-Ding ist, kann ich nicht zu sagen, dafür bin ich da zu wenig im Thema. Aber ich muss das Ganze hier sehr positiv hervorheben. Denn so wie das hier gemacht wurde mit der Einführung und auch visuell und so weiter, ist das auch vollkommen fein und vollkommen cool, so muss ich sagen. Weil es stört nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, weil ein Custodes in der Rüstung einfach Autorität aufweist und einfach cool ist. So wisst ihr, wie ich meine? Und ja, ich glaube, hätten sie das so gemacht und so einen Überraschungsfaktor mit What the fuck? Die Frau kriegt gerade eine Custodes-Rüstung an und wie heißt es? Und ist dann am Gefecht und vielleicht erklären sie es dann auch mit einer kleinen Hintergrundgeschichte noch, wie das zustande gekommen ist, dann wäre das ein unfassbar, unfassbar guter Einstieg gewesen in diese ganze Thematik und die Hintergründe zu erklären, als dieser Tweet hier. Ja, der Tweet ist Müll. Da braucht man nicht drüber reden. Das hätte man wunderbar aufbauen können. Zum Beispiel in dieser Serie. Nicht mal im Kodex. In dieser Serie hätte ich das gemacht. Aber naja, wie auch immer. Also, ich kann es sehr empfehlen. Guckt euch das an. Gute Serie. Und das Geheimnis ist wahrscheinlich gelüftet. Vielleicht war das alles hier drauf bezogen und gar nicht auf das Amazon-Projekt, weil es da um was ganz anderes geht. Und die Custodes damit gar nichts zu tun haben. Oder Space Marines oder whatever. Eigentlich weiß man ja noch gar nichts, weil die haben sich ja nicht mal auf kreative Richtlinien. Richtlinien, ja? Die haben sich nicht auf kreative Richtlinien geeinigt bis jetzt. Das bedeutet, das ist ein Step vor Drehbuch, Konzepten und so weiter. Da geht es um Sachen, die dann da Einfluss nehmen. So, ne? Das heißt, das ist alles viel zu weit weg. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Tweet und alles
für diesen Moment hier war. Und mich würde eure Meinung dazu mal sehr gerne interessieren. Schreibt gerne einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Serie. Noch einen sehr, sehr warmen Tag. Hier ist komplett tot, deswegen sitze ich auch wie so ein Kartoffelsack. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.